Also ich würde mal sagen, die Kühlung hat funktioniert und das Catering war in Ordnung. Aber der Rest, das war wirklich, das konnte man wirklich in die Tonne kloppen. Also ganz ehrlich, das war eines der schlechtesten Flüge, die ich je erlebt habe. So, wir fahren jetzt gerade los. Dann komme ich hier in Brüssel an. Immer dieser Flughafen, das ist ja, also du läufst ja noch weiter als weit. Also weit ist ja gar keine Frage, aber weiter als weit ist ganz weit. Bis man dann da unten ankommt, ein Wust von irgendwas. Dann da raus und dann komme ich da an. Da gucke ich, nicht ein einziges Taxi da. Nicht ein einziges Taxi da. Also habe ich gedacht, du willst ja, und da gucke ich, da steht eine Schlange von mindestens, also ich würde sagen, von mindestens 200 Menschen, die alle auf ein Taxi warten, es ist keins da. Da habe ich gedacht, wie lange soll ich denn da stehen? Bis morgen früh um 3 oder was? Also habe ich gesagt, okay, kurzerhand, ich habe einen gefragt, wo ist ein Zug oder eine Bahn? Dann hat er mir gesagt, fahren Sie runter, minus 1, da ist ein Zug und da können Sie mit dem Zug in die Stadt fahren. Ich meine, ich bin ja im Pullman-Hotel, also eigentlich wäre ich besser gewesen, ich wäre jetzt ins Pullman gegangen, dann hätte ich nämlich jetzt in Pullman direkt übernachten können. Aber ich wohne im Sofitel, das heißt, ich muss jetzt vom Bahnhof nochmal mit dem Taxi dann zum Sofitel fahren. Also ein extremer Mehrwert-Tipp für alle, die unterwegs sind und nach Brüssel wollen. Holt euch auf jeden Fall, also ihr müsst wissen, entweder fahrt ihr mit der Bahn, Taxi ist fast unmöglich und ich denke, das war jetzt also noch ein entspannter Teil. Ich will gar nicht wissen, wenn hier Wochenende ist, da ist ja Land unter. Das bedeutet also, am besten holt man sich wirklich einen Chauffeurdienst beantragen und den Chauffeurdienst dann abholen lassen. Da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Oder mit dem Hotel sprechen, dass die Hotelleute dann einen haben. So, jetzt wird es hier extrem laut, weil Lautstärke hier und da. Mehr ist auch dazu nicht zu sagen. Also ich würde mal sagen, Brüssel empfängt den Hot extrem schlecht. Jetzt bin ich in der Bahn im ICE, habe also 10 Euro bezahlt fürs Ticket und fahre jetzt zum Bahnhof, also zum Hauptbahnhof, wenigstens erster Klasse. Das ist schon wieder ein kleines Go dafür. Und der Zug hatte Gott sei Dank 10 Minuten Verspätung, sonst hätte ich warten müssen bis um 4 Uhr morgens. Unvorstellbar. Also was es alles gibt, ist unfassbar. Ich sitze jetzt auf jeden Fall im Zug, mit Service kann ich nicht mehr rechnen. Ich düse jetzt zum Zentrum. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Und dann nehme ich mir da ein Taxi und fahre zum Sofitel. Gut, dass ich ruhig geblieben bin. Good morning, my travelers. Welcome in this train to Brussels. This train stopped in Brussels North, Brussels Central, and Brussels Zuid end stations. But this train. Next stop, Brussels North. Ah. Also nächster Stopp, Brüssel Nord. Ist noch nicht die Endstation. Ich muss ja zum Zentrum. Oh Mann. Das ist bestimmt wieder ein exzellenter Zugservice hier. Da will ich gar nicht wissen, wie die Deutsche Bahn hat. Noch schlimmer. Aber die Sitze sind bequem. Also ein bisschen hart, aber okay. Sauberkeit habe ich nicht überprüft. Ich glaube, die Sauberkeit hier ist. Da will ich gar nichts anfassen. Ich sitze also sehr, sehr, sehr beengt. Ja, schade, steht hier nicht dran. Steht hier nicht drauf, wo wir Stationen. Aber Brüssel Airport und Zone Brüssel. Brüssel Airport Zentrum, naja. Also, ich beende das jetzt und hoffe, dass ich ankomme. Ich melde mich gleich nochmal wieder. Will you take my hand? Will you let me fly? Then I feel hop inside. I'm taking a delight in everything, it's a wonderful life. Once upon a lonely time, I swore I'd never let you down. So, der Horn ist angekommen im Sofitel Brüssel Europe. Es könnte ein 5, ist aber glaube ich ein 4-Sterne-Hotel.
Und da wird jetzt der Horn heute über Nacht. Ich bin froh, dass ich angekommen bin. Bin jetzt mal mit dem Taxi gefahren hierher. Das hat nochmal extra 15 Euro gekostet. Also das heißt, man fährt, wenn man vom Airport kommt mit dem Taxi, ungefähr 40, 50 Euro. Wenn man mit der Bahn fährt bis zum Hauptbahnhof 10, plus nochmal ein Taxi, dann zum Hotel, sind 25. Und wenn man einen Chauffeur bestellt, also mit einer Limousine fährt, dann zahlt man 100. Das hätte ich machen sollen. Da wäre ich auf jeden Fall am besten bedient gewesen. Aber ich bin angekommen. Das ist entscheidend. Der Horn ist angekommen im Sofitel. Und wenn der Horn in einem Accor-Hotel übernachtet, dann wird aus dem Horn der... Der Le Club Accor Hotel Tester. Und der übernachtet heute im Sofitel Brüssel Europe. Feel welcome. Hallo und herzlich willkommen beim Le Club Accor Hotel Tester. Heute übernachte ich im Hotel Sofitel Brussel Europe. Übrigens ein 4-Sterne-City-Hotel. Im Sofitel, habe hier übernachtet, bin heute Nacht, ich meine nach dieser extremen Situation gestern, also ich meine, ja alles nicht so super extrem, aber extrem eben, also nicht so ganz so entspannt, eben nicht ganz so, wo man sagt, das könnte jetzt das große Ding gewesen sein, ich muss mal ganz kurz die Kamera hier etwas nachjustieren, sonst habe ich da gar kein Bild, ich meine, das gehört ja dazu, gutes Bild, wieso macht er mir, gibt er mir jetzt kein Bild? Das ist ja schon wie bei der Lufthansa, wenn man Wi-Fi an Bord sucht, ja? Das ist genau dasselbe System. Da gibt es dann keine Verbindung, das funktioniert dann aus irgendwelchen Gründen nicht und das macht er dann nicht. Jetzt macht er es wieder. So! Oh. Guck mal, das alle. Also Brüssel, ich sag mal Folgendes, bevor ich jetzt aufs Hotel komme. Ich muss nochmal was zu Brüssel sagen. Ich gehe fast davon aus, dass der Horn in Brüssel sich nicht wohlfühlt. Fakt. Und zwar warum? Weil... Das ist hier so eine Atmosphäre. Ich glaube, hier sind einfach zu viele politische negative Dinge, die diese Stadt wie ein, ich sag mal, wie ein Teufelsloch, wie ein, wo alle schlechten Energien zusammenkommen und da trifft sich auch die schlechte Energie und deswegen habe ich das Gefühl, ich habe auch Kopfschmerzen, mein Nacken tut weh. Also das ist alles irgendwie so. So ist das, wirklich. Bin Optimist. Hey, mir geht's gut. Hey, ho. Ja, mein Gott. Also ich meine, wir bezahlen doch einen extrem, extrem hohen Preis. Ja, Brüssel ist zurzeit ein bisschen überfüllt. Da kosten die Hotels, die sonst 100 kosten 200, 300, 400, weil hier irgend so ein Festival ist. Und da geht das dann ab. Da gehen die Preise explodieren. Dieses extrem miese Preis. Scheißname, Entschuldigung für das Wort Scheiß. Also,
Ich bin da mittlerweile, ich habe auch keine Lust. Also das ist wirklich so, man ist so lustlos dann. Dann kommt ihr so in ein Hotel an, wie gestern Abend. Also kommen wir zur Hotelkritik. Ich komme gestern in dieses Hotel, Sofitel Brussels Europe. Man klingt super und auch ein Sofitel, also ich würde sagen 3 Sterne maximal. Ist natürlich von der Innenausstattung sehr nett gemacht, die Rezeption und alles ist ein bisschen tüffer. Wenn man hinten dran guckt, dreckig, schmutzig, staubig, also eklig regelrecht. Und da ist ein Mann an der Rezeption und es sind 5 Leute, die bedient werden wollen. Und ich als Platinum-Member werde nicht bevorzugt. Aus, damit geht's schon los. Das ist ein Witz. Das ist ein echter Witz. Dann klingelt das Telefon, dann klingelt das andere Telefon, dann klingelt sein Handy und das soll der alles bedienen und irgendwie auch noch die Leute. Das geht doch nicht. Ich meine, wenn man weiß, dass das Hotel voll ist, dann muss man auch in der Nacht Leute haben, die das Ganze also so machen, damit man eben gut bedient wird. Vor allem, wenn eben Platinum-Member kommen, wenn also Gäste kommen, die einen extrem hohen Status haben und treu dieser Kette sind. Also das mit dem Treue, ich sage euch, vergesst das mit der Treue. Seht zu, dass ihr eine extrem günstige Rate bekommt, löscht eure Cookies, checkt immer insgesamt die Hotels und ich würde wirklich sagen, treu einer Hotelkette zu sein, sowie auch einer Airline zu sein, lohnt sich nicht mehr. Das ist echt ein No-Go. Und es geht weiter, dass man aufs Zimmer kommt, da ist nichts, kein Treatment. Die haben mir jetzt zwar eine Suite gegeben als Upgrade. Ja, aber was nützt mir eine große Suite, wenn alles schmutzig ist, wenn die Fenster, ich meine, gucken wir uns mal das Fenster an. Ich meine, das Fenster ist ein Albtraum. Und dann heute Morgen um 6.30 Uhr fing es da vor der Tür an, irgendwas zu ram, bum, bam, biff, baff. Und ich meine, ich bin ja heute Nacht erst um 1 im Bett gewesen. Und dann um 6:30 fingen die da schon wieder an, Bums zu machen, wo man sich fragt, wie kann das angehen? Wieso kümmert sich der Concierge da nicht darum? Geht da nach draußen, sag mal ein bisschen leiser. Wir haben ein Hotel, wir haben Gäste hier. Es interessiert sie ja nicht mehr. Das ist ja das Problem, wenn der Concierge überhaupt noch da war. Wahrscheinlich fängt er erst um 8 Uhr an. Es gab also recht wenig Benefits für mich als Platinum-Member in diesem Hotel hier im Sofitel. Es war, also ich sag mal, ich glaube insgesamt bei den Platinum-Tests gab es 6 Punkte und ich meine, ich hätte maximal 1 Punkt gegeben, weil, also die höchste Kategorie sind hier 4 Sterne. Die Zimmer, also staubig, altes Material, alles ist in irgendeiner Weise kaputt. Erinnert mich an den Hamburger Airport, wo die Tische wackeln. So ist das hier auch. Wenn man hier den Fernseher, kann man das sehen? Ja, wenn man diesen Fernseher da hinten an ein bisschen dreht, Albtraum. Ich wollte ihn rübersetzen, damit ich da nicht hinten dauernd im Bild zu sehen bin. Ist nicht möglich, weil wenn ich das Ding anfasse, bricht mir das aus der Wand. Und da heißt es, ich hätte das aus der Wand gebraucht. Dabei ist es nicht gut installiert. Man hätte das natürlich besser installieren müssen. Nur mit 2 Dübelchen da rein und dann packen wir das schwere Fernsehteil dran. Das reicht nicht in diesen Piffwänden, die es hier gibt. Und dann eben das Persönliche. Kein Treatment auf dem Zimmer und dann so eine Karte. Ich meine, das hat man mir jetzt heute Morgen gebracht. So eine wirklich miese, unpersönliche, noch nicht mal unterschrieben. Noch nicht mal unterschrieben. Aber man wünscht mir natürlich einen wundervollen, extrem wundervollen, ein memorable day. Also ich meine,